Achtung, dieses Video enthält Spoiler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen Hellboy The Board Game mit der Ermittlungsakte Tür Nummer 1. Letztes Mal sind wir weiter in diesen mysteriösen Tempel vorgedrungen, konnten das erste Puzzleteil entdecken, denn wir haben eine kleine Plakette gefunden, welche offensichtlich hier im Startfeld an einem Sockel hineinplatziert werden muss, um gegebenenfalls diese Tür zu öffnen. Dabei hat sich jedoch ein Tempelmechanismus in Gang gesetzt, welches das komplette Setup dieses Tempels verändert hat. Die Räume sind an anderen Stellen gekommen, Türen sind an anderen Stellen gekommen und jetzt müssen wir uns erstmal wieder orientieren, um weiterzukommen. Denn wir benötigen noch eine zweite Plakette, denn sonst wird sich wahrscheinlich diese Tür nicht öffnen. Unsere Gruppe von Agenten wurde dadurch etwas auseinandergezogen. Hellboy ist nämlich hier unten und unsere beiden anderen Agenten hier oben. Dazwischen sind noch ein paar nicht entdeckte Räume und ich denke mal, das sollten wir als erstes machen, um vielleicht die Gruppe wieder zu vereinen. Des Weiteren muss Liz mit der gefundenen Plakette hier zu diesem Startfeld zurück, um diese einzusetzen. Also wir haben jede Menge zu tun, da würde ich sagen, fangen wir mit der nächsten Runde an und es beginnen wie immer die Gegner und da haben wir momentan nur. Eins, und zwar dieses Transforming Frog Monster. Bevor dieses aber gleich aktiv wird, noch eine kleine Korrektur aus der letzten Ausgabe, welche mir beim Schneiden aufgefallen ist. Und zwar hatte ich mit Abe diese Requisite angewendet, um Wunden zu heilen. Ich habe die Karte aber nicht korrekt gelesen, denn hier steht drauf, dass wir bis zu zwei Wunden heilen und zwar an Abe selber und oder einen anderen Charakter. Allerdings steht nicht drauf, dass wir für jeden Charakter oder Agenten zwei Wunden heilen. Deswegen, ich hatte bei jedem zwei entfernt, also vier geheilt. Und jetzt muss ich wieder zwei zurücklegen, weil es einfach zu viel Heilung war. Und da kriegt Liz eine zurück und Abe kriegt auch eine zurück. Und somit habe ich direkt zwei Wunden geheilt von jedem Agenten eine. Jetzt ist aber der Gegnerzug dieser Runde dran. Wir haben nur einen Gegner. Dieses Transforming Frog Monster wird zu Beginn der Aktivierung versuchen, sich zu verwandeln und auch hier bleibt es dabei. Wohl hätte er eigentlich schon gern gehabt, dass es sich verwandelt hat. Wäre es nämlich näher rangekommen, dann wäre ich mit Hellboy direkt hier hingegangen hätte es in den Bücherschrank werfen können. Jetzt bleibt es da hinten in der Ecke, denn die Verhaltensweise dieses Gegners ist, er möchte so weit wie möglich weg von einem Agenten bleiben und dieses Feld ist am weitesten weg von unserem Hellboy und hier diese Räume sind noch nicht erkundet. Die werden dabei nicht mit betrachtet. Das war der Gegnerzug. Mehr müssen wir da nicht machen. Sind wir als Agenten dran. Meine erste Aktion in diesem Agentenzug wird eine freie Aktion sein. Hier gleich mit Liz ist benachbart zu einer Tür und diese Tür führt in einen noch nicht erkundeten Raum. Und dann gucken wir doch mal rein, was wir haben. Vielleicht schon den nächsten Point of Interest? Äh, nein, ist nicht dabei. Okay, dann bevölkern wir mal den Raum. So sieht das Ganze aus. Zwei Frog Swarms, das ist nicht gut. Die würden unser Verderbnis voranbringen, aber sie sind gleich hier benachbart. Ich hoffe, dass ich da einen wegbekomme. Etwas schade ist, dass der Gegner hier ein bisschen ums Eck ist. Ich habe nämlich keine gerade Sichtlinie zu ihm, deswegen kann ich nicht von hier aus auf ihn feuern. Und die Frog Swarms zählen auch nicht als Behinderung, was das Schießen angeht, weil sie zählen einfach nicht als Gegner. Muss ich mir etwas anders einfallen lassen? Schwert, dass ich werde das wie folgt mal schwert. Die erste Aktion mit unserem Ape durchführen und zwar eine Bewegung. Und zwar 1, 2, zwei, hier hin. Zweite Aktion mit ihm: Ich werde diesen Gegner werfen. Und zwar hier, benachbart zu diesem. Frog Swarms hinein. Das hat ganz einfach die Bewandtnis, dass ich dann mit Liz jetzt hier mit Feuer angreifen kann. Sie selber kann durch Feuer durchgehen, ohne dass es sie tangiert. Hätte ich Liz jetzt hier reingezogen und hätte hier dann den Feuerangriff gemacht, dann hätte ich hier einen Inferno gehabt, direkt neben dieser Tür. Und das wäre nicht ganz so angenehm gewesen. des Weiteren, wenn ich es schaffe, hier einen Inferno hineinzubekommen, dann wird es auch gleichzeitig noch einen Frog Swarm am runden Ende zerstören. Und daher wird Liz dieses bewaffnete Frog Monster jetzt angreifen. Werde dafür ihren Flame Blast verwenden. Ein Aktionswürfel wird eine Schießaktion mit drei roten Würfeln. Diesmal muss ich auch keinen abschwächen. Ich habe nicht mehr den Sturm in meinem Raum und richte den entsprechenden Schaden an. Plus zwei über die lebende Flamme. Daher, die zwei würden auf alle Fälle schon die Rüstung durchdringen. Brauche ich eine Sechs, um diesen Gegner direkt zu bezwingen. Und das sind nur drei. Wie mache ich das? Oh, ich werde diese beiden neue werfen in der Hoffnung, dass ein bisschen mehr rauskommt, aber ah. ja, ich super 7 und damit habe ich diesen Gegner getroffen und besiegt. Denn 7 plus 2 sind 9 und dann schwächte ich die Flamme ab. Das war sehr, sehr glücklich. Das lief doch besser als gedacht. Hatte tatsächlich kalkuliert, dass ich hier zweimal angreifen muss, bevor ich diesen bezwinge. Aber somit hat es beim ersten Mal geklappt. Hier kommt noch ein Inferno rein. Das ist auch sehr gut, denn am Rundenende wird dieses Inferno 1, dieser Frogs Forms, auf alle Fälle niederbrennen. Und ich habe jetzt mit beiden meiner Agenten noch drei Aktionen zur Verfügung. Wenn es einmal so gut läuft, mache ich einfach direkt hier weiter. Zweiter. Aktionsstein mit unserer Liz. Wir bewegen uns. Eins, zwei, hier in diesen Bereich hinein. Inferno macht ihr nichts aus, denn sie ist da immun. Danach wieder eine freie Aktion, um in den nächsten Raum hineinzukommen. Achtung, hier ist kein Durchgang. Das ist eine Wand. Wir kommen immer nur durch Türen durch. Und mal sehen, was wir jetzt hier haben. Ja, kein Point of Interest. Wir müssen weitersuchen. Raum haben wir befüllt. Wir haben einen Hinweis und ein Transforming Frog Monster. Nicht ganz so dramatisch, problematisch wird eher dieser Frog, Swarm hier hinten sein. Denn jetzt habe ich drei. Einer wird ja niedergebrannt, aber sind immer noch zwei. Weiß nicht, ob ich den noch wegkriege. Und des Weiteren haben wir noch einen Hinterhalt. Alle Gegner, die jetzt in diesem neuen Raum sind, werden sofort aktiviert. Also dieses Transforming Frog Monster. Es versucht sich äh, zu verwandeln. Oh, mal gucken. Und ach, wieder nicht. Ah. Ich habe eigentlich gehofft, dass es weggeht dort, dass ich etwas besser hier hinkomme. Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das Ganze mache. Ich werde versuchen mit Ape für den letzten Aktionsstein, den er jetzt dafür aufwendet, eine ganz normale Schießaktion auf dieses Transforming Frog Monster zu tätigen. Kein Gegner, wir sehen ihn auf alle Fälle und müssen auch nichts in Abzug bringen, denn ab diesem Bereich ist kein anderer Charakter im Weg. Und deswegen kann er dafür drei rote Würfel verwenden. Die Frage für Abe ist nur, welche Waffe verwendet er? Hat auch die Möglichkeit, die Harpune zu verwenden, müsst ihr aber dann umdrehen, dann ist der Pfeil nämlich weg. Und könnten quasi zu diesem Angriff nochmal vier hinzuaddieren. Da dieser nur fünf hat in Summe mit seiner Verteidigung sollte das auf alle Fälle reichen, um ihn zu bezwingen. Aber ich denke mal, so wichtig ist der nicht, falls ich ihn doch nicht schaffe. Ich werde es ganz normal. Mit der Pistole machen. In der Hoffnung, dass ich auch damit 5 treffe. Und wir haben. Oh, uh, sehr gut. Wir haben sogar 6. Und damit haben wir dieses Transforming Frog Monster direkt besiegt. Wie erwähnt, läuft heute einfach zu gut. Das war die letzte Aktion von unseren Ape. List hat noch eine Aktion. Und sie werde ich dafür verwenden, um erneut ihren Flame Blast zu verwenden. Eine Range-Aktion und zwar hierhin in diesen Bereich hinein, um dort Feuerschaden zu machen, um ein weiteres Inferno zu kreieren. Die Höhe des Schadens ist dabei vollkommen egal, aber gegebenenfalls über den Effektwürfel kann es ja sein, dass wir noch Einfluss auf die Flamme haben. Und deswegen werfe ich ja, nur einen Totenkopf, passiert aber in dem Moment hier nichts. Angriff wurde durchgeführt, Flamme schwächt sich ab und wir bekommen ein weiteres Inferno hier hinein. Hier ist auch ein kleiner Stuhl, Scenery 1, macht nicht allzu viel Schaden, wenn wir da jemanden hineinwerfen oder mit dem Stuhl werfen, aber auch das Inferno wird am Ende der Runde so ein Scenery zerstören. Das waren die Aktionen für unsere beiden Agenten hier oben. Machen wir im Süden bei Hellboy weiter. Wir haben hier im unteren Bereich noch ein Transforming Frog Monster. Das hindert uns ein bisschen daran, dass wir keine Zeitphasen machen können. Aber zurzeit brauche ich sie, glaube ich, auch nicht. Und deswegen werde ich es gewähren lassen und einfach da oben links liegen lassen. Und hier unten weitermachen mit einer freien Aktion. Und hier in diesen Raum erkunden. Und mal sehen, was wir hier haben. Ach, erneut kein Point of Interest. Wir haben zwei Rampaging Frog Monster, ein kleines Möbelstück und einen Hinweis. Ich habe noch alle drei Aktionen mit meinem Helper, wobei ich eine aber für einen Nahkampf ausgeben muss aufgrund der Verderbniskarte, die ich habe. Und deswegen werde ich meine erste Aktion mit Helper für eine Bewegung verwenden, und zwar 1, 2 hier hinein, und dann werde ich in den Nahkampf gehen gegen dieses Rampaging Frog Monster. Also ein Aktionsstein für die Bewegung und den zweiten direkt, den ich ja zwangweise für einen Nahkampf verwenden muss, darüber und kann jetzt mit drei roten Würfeln angreifen. Bevor ich den Nahkampf durchführe, habe ich mir doch noch was überlegt. Ich werde meinen letzten Aktionsstein mit Hellboy dafür verwenden, um diesen Angriff etwas zu verstärken. Heißt eine Würfelaufwertung aus Rot macht Schwarz. Und dann hoffe ich jetzt auf 2 plus 6 auf 8. Erfolge und haben wir die. Ja, da sieht es 9. Sehr cool. Haben wir ihn direkt bezwungen. Einer ist dahin, einen habe ich noch. Ich habe aber keine Aktion mehr zur Verfügung. Was ich aber noch habe, ist mein Backup Agent. Einmal die Runde kann ich als freie Aktion ihn dafür verwenden, um bis zu dem kontrollierenden Charakter mich zu bewegen. Eins, zwei hier hin. Ist aber noch nicht die Aktion, war eine freie Aktion. Und für seine Aktion selber werde ich jetzt eine Schießaktion durchführen. Auf diesen ist auf alle Fälle in Sichtlinie. Aber Achtung, der übernatürliche Sturm wütet hier auch noch. Das heißt, ich muss drei Würfel abschwächen. Unser Bud Waller darf für eine Schießaktion orangene Würfel benutzen. Aber wir hatten ja festgestellt, wir müssen drei Würfel abschwächen. Und aus diesen Orangen wird. Gelb gemacht und damit ist es für mich unmöglich, hier acht Punkte zusammenzukriegen. Aber vielleicht mehr als zwei, um noch Wunden zuzufügen. Mal gucken, was wir zusammenbekommen. Ja, es sind nur die zwei. Das heißt, das ging in die Rüstung hinein und kein Schaden am Rampaging Frog Monster. Dieser hat gelacht. Und das war's mit dem Agentenzug. Kommen wir zur Ausrufphase. Die müssen wir aber überspringen. Wir haben hier einen Gegner. Wir haben da oben noch im Startfeld einen Gegner. Somit können wir uns keine Zeit nehmen und kommen zur Verderbnisphase. Was bekommen wir diesmal? Schönes. Die Apokalypse ruft. Na okay. Und dies macht sie tatsächlich, denn wir sollen jetzt einfach nur den Doom Tracker um zwei Felder nach vorne wandern. Das ist alles andere als gut, denn wir sind nicht mehr allzu weit von der finalen Konfrontation entfernt. Die Hälfte der Zeit ist schon abgelaufen. Das Rundenende wird eingeläutet. Alle unsere Agenten und Backup Agents kriegen ihre Aktionssteine zurück und dann werden wir jetzt die Infernos Auswählen. Fangen wir hier mit links an. Mal sehen, ob es sich ausbreitet oder ausgeht. Es breitet sich aus. Kann ich selber bestimmen, welches benachbarte Felder? Legen wir das Ganze hier hin. Übrigens, solltet ihr mal keine Infernos mehr zur Verfügung haben, es gibt neun Stück im Spiel, dann wird trotzdem ein neues erzeugt. Ihr könnt aber selber bestimmen, welches ihr dann vom Spielfeld entfernt. Also, ihr versetzt quasi ein Inferno. Das Neu Entstandene wird aber jetzt nicht mehr betrachtet, wird nicht mehr ausgeführt in dieser Endphase. Kommen wir zum nächsten da oben da haben wir eine 2, da passierte gar nichts dann haben wir dieses, da ist ein Frogswarm drin, dieser wird niedergebrannt und auch hier wird geprüft, was passiert damit, auch hier nichts mit Ausbreitung, geht aber auch nicht aus und dann haben wir hier hinten dann wird dieses ein Frogswarm niederbrennen und auch dieses Scenery und ich hoffe, dass dieses nicht ausbreitet, ich will ja hier durchgehen und wir haben eine 2, es bleibt auch so wie es ist Danach die Frog Swarms selber zählen wir durch. Wir haben nur eins zum Glück. Geht der Doom Tracker nicht weiter voran. Er bewegt sich auch nicht. Hat keinen Agenten in seinem Feld. Bleibt also dort, wo es ist. Und das ist auch ganz gut. Dann kann nämlich dieses Entferner diesen Frog Swarm auch noch niederbrennen in der nächsten Endphase. Das war's mit dieser Runde Gegenstände müssen wir nicht bereit machen. Kommen wir zur nächsten Runde und die Gegner fangen an. Bei den Gegnern fängt das Rampaging Frog Monster an, sucht sich den nächsten Agenten. Die haben ja zwei, aber Backup Agent wird nicht betrachtet. Beim Gleichstand war er nicht auf dem Prioritätstrack vorhanden und deswegen bewegt er sich zu Hellboy und wird diesen direkt im Nahkampf mit fünf angreifen. Hellboy darf sich mit orangenen Würfeln verteidigen, doch ich werde meinen Backup-Agent für seinen Aktionsstein noch etwas unterstützen lassen und deswegen eine Würfelaufwertung und damit hoffe ich, dass ich die 5 schaffen werde. Ach, mehr als genug, da hätte es die Aufwertung gar nicht benötigt. Als nächstes ist das Transforming Frog Monster dran. Hängt ja hinten der Ecke fest und kommt nicht näher ran. Es müsste sich mal verwandeln, um näher ranzukommen, damit ich es auch mal ordentlich bekämpfen kann. Der Weg ist mir einfach zu weit bis dahin. Und ich hätte schon gern mal eine Zeitphase wieder, die ist mir aber verwehrt, solange es sich nicht verwandelt und näher rankommt und da hinten in der Ecke bleibt. Und da haben die, ach jetzt wird es sich mal verwandeln in ein Rampaging. Monster. Und dieses wird auch gleich aktiviert. Das ist ein Brawler. Wir wissen das, bis zu zwei Felder. Eins, zwei, hierhin. Mehr kann es aber erstmal nicht machen. Und das war es dann auch mit dem Gegnerzug. Sind wir als Agenten wieder an der Reihe? Ich denke mal, mein Bestreben wird sein, dass ich mal wieder eine Ausruhphase bekomme, damit ich mich gut umpositionieren kann hier im Dungeon. Dadurch kriege ich unsere Liste ganz schnell hier ins Startgebiet hinein. Und außerdem kann ich die ganzen Hinweise für die Ausruhaktion... Dann einsammeln und das sehr, sehr effektiv. Dafür muss ich aber alle Gegner wegmachen, vor allen Dingen in diesen hier unten. Doch das dauert noch sehr, sehr lang, denn Hellboy hat unten alle Hände voll zu tun und deswegen müssen es unsere anderen beiden Agenten machen. Allerdings, ich habe noch einen Raum dazwischen, den muss ich vorher noch erkunden und leer machen. Und deswegen werde ich eine Bewegungsaktion machen. Ich überlege gerade, mit wem ich das mache. Ich werde es mit unserer List machen, das heißt ihre erste Aktion wird hierhin sein und dann werde ich eine freie Aktion dafür verwenden, um diesen Raum hier zu erkunden. In diesem kleinen Gang ist noch jede Menge los, gleich zwei Frog Swarms. wir haben noch ein Möbelstück in Größe 2 und hier unten noch einen Transforming und ein Rampaging Frog Monster. Ein Weilchen darüber nachgedacht, wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe. Mehr Gegner, als ich eigentlich erhofft habe. Aber okay, versuchen wir es. Ich werde meinen ersten Aktionsstein mit unseren Ape verwenden, um eine Bewegung bis zu drei Felder für ihn. Eins, zwei, drei hier hinein. Zweiten Aktionsstein. Ich werde einen Gegner werfen und zwar hier in dieses Szenerie hinein. Ich überlege nur gerade, welchen ich nehme. Ich werde den Rampaging nehmen. Der wird also hier hineingeworfen und wird diesen Tisch zertrümmern und direkt dafür zwei Schaden bekommen. Und meinen letzten Aktionsstein mit Ape werde ich das gleiche nochmal machen und zwar diesen auch hier hineinwerfen. Doch diesmal macht er Schaden und zwar am Rampaging Frog Monster in Höhe eines oh, orangefarbenen Würfelwurfs. Schauen wir mal, was wir zusammenkriegen. Ach, nichts. Das heißt, leider, nichts getroffen. Machen wir weiter mit Liz. Es ist natürlich hier wie auf dem Präsentierteller. Allerdings sind zwei Gegner drauf. Heißt, wenn ich jetzt einen Fernkampf mache, dann muss ich einen Würfel abschwächen. Und mal sehen, was ich mit ihr mache. Ich hatte jetzt überlegt gehabt, ob ich eventuell hier Emulate anwende, weil zwei Ziele auf dem Feld sind. Aber ich denke, es ist nicht so effektiv, als wenn ich jetzt zwei einzelne Aktionen mit Flame Blast mache. Kann ich nämlich eine ganz normale Shoot-Action machen mit roten Würfeln. Okay, einer muss abgeschwächt werden, aber dann kriege ich noch mal plus1 über die Flamme jedes Mal schwächt sich zwar, ab, aber selbst hier unten am diesem Bereich wird das ganze immer noch mit plus +1 modifiziert. heißt ich fange an mit einer Flame blast Aktion. einen Würfel muss ich abschwächen, weil noch ein zweiter Gegner in dem Zielbereich ist und mal sehen. Was wir haben, zwei Wunden haben wir schon drauf. Gesehen. Okay, dann habe... Ich oh, ein Joker. Joker ist sehr gut. Und dann kann ich nämlich vor der Ausführung des Angriffes hier meine Flamme manipulieren. Die bringe ich auf das Maximum. Ich denke mal, das macht jetzt Sinn. Das sind also fünf acht. Auf alle Fälle genug, um dieses Rampaging Frog Monster zu bezwingen. Flamme schwächt sich etwas ab und ich habe ja noch ein Ziel in dem gleichen Bereich und ich habe auch noch einen Aktionsstein, den ich genau für die gleiche Aktion verwende und zwar gegen das Transforming Frog Monster. Das sollte doch hoffentlich funktionieren. Vor allem mit diesem Plus 4. Ich glaube nicht, dass ich hier ein Problem habe. Oh, noch mal ein Joker. Das läuft hier aber. Und daher werde ich diesen erneut für ihre Fokusfähigkeit benutzen. Wieder nach oben bringen. Und dann haben wir jede Menge Feuerschaden und kriegen auch dieses Transforming Frog Monster weg. Und danach schwächt sich das Ganze ab. Das war cool. Können wir beide Gegner also entfernen. Es war auf alle Fälle Feuerschaden. Das heißt, hier entsteht jetzt noch ein Inferno und das ist auch wichtig, damit ich hier diesen Frog Swarm wegkriege. Zumindest einen in der Endphase. Okay, unsere beiden Agenten hier oben haben alle ihre Aktionssteine verbraucht. Machen wir weiter mit Hellboy. Doch wie stark mein Bestreben auch ist, ich werde es nicht schaffen, beide Rampaging Frog Monsters wegzukriegen. Ich habe ja nur drei Aktionen und unser Backup Agent hat seine Aktion ja schon für die Verteidigung. Benötigt. Okay, dann versuche ich es zumindest, dass ich diesen wegbekomme und dann vielleicht noch heranrücken kann, damit ich das dann in der nächsten Runde dann schaffe. Daher werde ich jetzt einen Nahkampf durchführen mit Hellboy gegen dieses Rampaging Frog Monster. Wird also eine ganz normale Fight Action und dafür darf ich auch diesen speziellen Würfel jetzt benutzen und darf drei rote Würfel werfen. Ich benötige acht Erfolge, ansonsten muss ich die Fight Action nochmal durchführen. Acht ach, ist schwierig. Schauen wir mal. Wir haben, wir haben genau acht. Unglaublich. Aber man sollte Geschenke mitnehmen, wenn sie so auftauchen. Können wir diesen entfernen? Ich habe noch zwei Aktionssteine übrig. Die werde ich aber beide für eine Bewegung verwenden. Und zwar 1, 2. Eins, zwei, hier hinein. Das schütze ich nämlich unseren Ape ein wenig, sonst würde dieses Frogmonster nämlich zu ihm wandern. Doch mehr kann ich mit Hellboy nicht machen. Unser Backup Agent kann noch eine seiner freien Aktionen verwenden, um ihn quasi hier hin. Zur Folgen mehr ist aber nicht möglich. Agentenphase ist vorbei. Jetzt käme die Ausrufphase. Können wir leider nicht anwenden, weil immer noch dieser Gegner da ist. Ich hoffe, dass ich das in der nächsten Runde hinbekomme. Und deswegen kommen wir jetzt schon direkt zur Verderbnisphase. Kriegen wir was Schlimmes? Ich hoffe keine Verstärkung. Ich brauche jetzt nicht mehr Gegner. Nein, Zeit verrinnt. Wir sollen einfach nur den Doom-Tracker um 1 nach vorne bringen. Okay, das war relativ neutral. Kurzer Blick mal auf unseren Doom Tracker. Das wird eine sehr knappe Angelegenheit, denn wenn ich in der nächsten Runde tatsächlich eine Ausruhephase habe, dann würde wahrscheinlich zusammen mit dieser Karte dieser Marke um zwei nach vorne wandern. Dann habe ich tatsächlich nicht mehr allzu viel Luft, um den zweiten Schlüssel zu finden. Vielleicht sollte ich ihn doch vorher suchen, bevor ich ausruhe. Wir sind schon wieder am runden Ende. Alle Aktionssteine werden zurückgesetzt, dafür unseren Backup-Agent und danach werden die Infernos ausgeführt. Da haben wir eine ganze Menge. Fangen wir mal mit denen da oben an. Wir haben eine 3. Dieses wird sich schon wieder ausbreiten. Und da gibt es nur noch eine Möglichkeit. Das ist hierhin, wird aber nicht weiter betrachtet. Dann haben wir ein dieses. Da haben wir auch eine 3, hat aber keinen Platz zum Ausbreiten. Somit bleibt es so, wie es ist. Dann haben wir ein dieses. Das bleibt so wie es ist. Machen wir weiter mit dem. Brutzelt diesen hin nieder und wir würfeln. Ach, bleibt auch dabei. Dann das da hinten in der Ecke. Das geht aus. Okay. Und dann haben wir dieses. Brutzelt einen hin nieder. Und bitte nicht ausbreiten. Es bleibt dort so, wie es ist. Und damit haben wir alle Infernus abgehandelt. Danach die Frog Swarms. Haben wir zum Glück nur eins. Das heißt, Doom Tracker geht nicht nach vorne. Müssen wir auf alle Fälle aufpassen, da momentan die Zeit uns sehr stark im Nacken ist. Und dieser Frog Swarm wird sich auch nicht bewegen, denn er steht nicht mit einem Agenten in einem Bereich. Und damit sind wir durch. Gegenstände müssen wir nicht bereit machen. Und wir kommen schon wieder zur nächsten Runde. Und da haben wir nur einen Gegner. Das war dieses Rampaging Frog. Monster ist direkt im Nahkampf mit Hellboy und wird ihn deswegen direkt angreifen. Nach seinem Paging, Frog Monster möchte fünf Schaden an Hellboy anrichten. Wir dürfen mit orangefarbenen Würfel uns verteidigen. bat Woller, den Aktionsstein, den werde ich mir mal aufsparen. Mal sehen, was wir in der Verteidigung haben. Haben wir den Joker? Wir haben auf alle Fälle zwei, vier. Einer fehlt noch. No, no. Dann nehmen wir den Joker doch hier. Um das Ganze mal 2 zu machen, dann haben wir jetzt 6 und in dem Sinne haben wir diesen Angriff abgewehrt. Der Agentenzug ist an der Reihe und ich habe jetzt lange überlegt, was ich mache. Denn ich hätte ein Leichtes damit, diesen Gegner auszuschalten und wenn ich dann nicht allzu viel mache, dann kriege ich meine Ausrufphase. Doch, ich glaube, ich ziehe es noch ein bisschen, weil die Zeit sitzt mir im Nacken und ich habe dann nicht die Möglichkeit, eine zweite Ausrufphase zu machen, weil mir halt dann dieser Doom Tracker so weiter nach vorne wandelt. Und deswegen werde ich doch noch etwas aktiv sein. War vielleicht etwas ungünstig, Hellboy, das letzte Mal hier wieder zurück zu sehen, er wird nämlich gleich wieder den Weg nach vorne antreten. Doch zuerst wird unsere Liz aktiv. Und zwar für ihren ersten Aktionsstein wird es sich bewegen. Eins, zwei hierhin. Feuer kann sie direkt ignorieren. Zweiter Aktionsstein, erneut eine Bewegung und zwar nur hierhin an diese Stelle. Und für den dritten Aktionsstein werde ich dieses Monster angreifen, doch diesmal im Nahkampf. Für den Nahkampf normalerweise gibt es für orange orangefarbene Würfel, somit diese. Dann benutze ich aber eine Waffe. Für den Nahkampf ist eigentlich nicht unbedingt immer eine Waffe nötig. Doch wenn ich eine habe, dann benutze ich diese auch. Denn diese bringt mir bei einer Fight-Action eine Würfelaufwertung. Das heißt aus Orange mach Rot. Und dann haben wir auf dem gleichen Feld noch Bud Waller. Und der wird seinen Aktionsstein dafür aufwenden, um noch eine Aufwertung zu machen. Somit haben wir jetzt zwei rote und einen orangefarbenen Würfel. Wenn möglich wären acht Treffer ganz cool. Wir haben noch eine Spezialfähigkeit auf dieser Waffe. Wenn wir nämlich diesen Joker werfen, dann können wir ihn einmal anwenden, ganz normal, und wir können ergänzend noch einen Würfel verdoppeln. Also da kann man noch mal ganz viel rausziehen. Dann schauen wir doch mal, was wir hier zusammen bekommen. Das ist kein Joker, aber es sind acht Treffer. Und dadurch können wir sagen, goodbye, Rampaging Frog Monster. Wir haben keinen Gegner mehr auf dem Spielfeld. Dennoch, ich werde jetzt nicht die Zeit einfach verstreichen lassen. Ich muss aktiv werden. Und deswegen wird die erste Aktion von Ape sein, sich zu bewegen bis zu drei Felder. Eins, zwei, drei hier herunter. Danach für den zweiten Aktionsstein erneut eine Bewegung. Ach, leider nur ein Feld bis hierhin. Ich möchte nämlich in, in diese Richtung. Doch, die Tür ist noch zu, beziehungsweise der Raum ist noch nicht erkundet. Und eine von diesen beiden Karten ist die spezielle. Das sind nämlich die letzten beiden Karten. Obwohl nicht ganz. Ich habe noch eine auf der linken Seite, aber das war eine Karte aus dem Startbereich. Da ist auf alle Fälle nicht der Point of Interest dabei. Probieren wir es ganz einfach. Das heißt, jetzt eine freie Aktion. Wir erkunden hier diesen Raum und bekommen dieses und ist es aber ja die graue. Hier ist der Point of Interest drin. Doch nicht nur das, es gibt noch viele andere Sachen hier in diesem kleinen Gang drin. Wir haben hinten einen warm das ist jetzt der zweite, aber einer wird ja noch niedergebrannt. Das ist nicht ganz so schlimm. Wir haben zwei Gegner und wir haben hier ein Schränkchen, wo zwei Marker drauf sind. Doch diesmal sind es keine Hinweise, es sind Heiltränke. Wenn ich mit diesem Schränkchen interagiere muss ich auf dem Bereich sein, dann kann ich bis zu zwei Wunden heilen an mir und oder an einen anderen Agenten in meinem Bereich kann ich wieder aufteilen, genauso wie bei dem Field Dressing. Und einen kleinen Hinweis haben wir hier unten auch noch drin. Das war die zweite Aktion von Ape. Ich denke nicht, dass ich beide Gegner wegbekomme, jetzt noch in der Phase, aber ich versuche noch so viel wie möglich herauszuholen. Als nächstes werde ich Hellboy aktivieren für eine Bewegung. 1, 2, das gleiche nochmal. 1, 2, ist jetzt der fünfte Charakter hier drin, weil Szenerie zählt als 3. Und jetzt habe ich noch einen Aktionsstein übrig, den darf ich ja nur für eine Nahkampfaktion verwenden. Und das werde ich auch machen gegen diesen Venomous Frog-Krieger oder Frog-Monster. Beim Nahkampf darf unser Hellboy rote Würfel werfen. Auch hier brauche ich 8 für das Ganze. Und wir haben keine Acht. Wir haben nur fünf. Zwei gehen in die Rüstung. Das heißt, drei schaden noch dazu. Aber immerhin sind drei Treffer. Das war's mit Hellboy. Unser Ape hat noch einen Aktionsstein zur Verfügung. Jetzt bin ich schwer am Überlegen. Ich könnte jetzt hier untersuchen, diesen Hinweis. Ich könnte aber auch reinschießen. Hier macht nicht allzu viel Sinn, weil die ersten Treffer wieder hier in diesen Schrank hineingehen würden. Und ich glaube nicht, dass ich so viel erreiche, dass ich dann auch noch diesen erwische. Und außerdem werden die ganzen schönen Heiltränke dadurch kaputt. Und deswegen werde ich in gerader Linie diesen angreifen mit einer Schießaktion, muss aber jetzt auf dem Weg alle Charaktere in Abzug bringen. Das sind zwei Stück, das heißt es gibt zwei Würfelabschwächungen. Für den Fernkampf werde ich die Harpune benutzen, welche ich auch als Range-Weapon benutzen kann, wenn ich sie umdrehe. Und dann kommen nochmal vier zum Testergebnis dazu. Wir hatten ja gesagt gehabt, wir müssen zwei Würfel abschwächen, das heißt aus zwei roten werden zwei orangefarbene. Diese Karte in diesem benachbarten Raum von EB wirkt sich allerdings jetzt nicht aus. Denn es ist beschrieben, nur das Ziel muss in einem benachbarten Raum zu diesem Sturm sein. Und das Ziel ist hier zwei Räume weit entfernt. Und deswegen kann ich in diesen Raum hineinfeuern, ohne dass ich die Würfel wegen dem Sturm herunter. Zählen muss und deswegen bleibt es hier bei zwei Orangen und einem roten plus die vier. Ich hoffe, dass das reichen wird also sogar mal zwei. Das heißt, wir haben hier vier, fünf, neun reicht aus, um diesen Rampaging-Frockkrieger zu bezwingen. Läuft doch, ist der auch noch weg. Nur noch ein Gegner, doch das waren auch meine letzten Aktionen. Mehr kann ich nicht machen, obwohl doch eine freie Aktion kann ich noch machen mit meinem auf Der wird hier wieder zu Hellboy gehen auf sein Feld. Damit endet die Agentenphase und wir kommen zur Ausrufphase, doch die müssen wir überspringen, denn da ist noch jemand und deswegen geht es weiter jetzt mit der Verderbnisphase. Ich hoffe natürlich, dass jetzt unser Doom-Tracker nicht gleich wieder zweimal vorwarnet, denn dann wird es richtig knapp. Wir haben Distraction Vision. Okay. Diese Karte ist jetzt gar nicht so gravierend, okay, für Hellboy schon, aber schauen wir mal. Auf alle Fälle, unser Doom-Tracker geht nicht voran, das ist schon mal sehr cool. Und wir sollen jetzt die Karte dem Agenten geben, der im Prioritätstrack weiter vorne ist, und das ist unser Hellboy. Dadurch wird der Track aktiviert, rückt quasi hinten dran. Und diese Karte sagt nichts anderes, dass für den nächsten Test, den dieser Charakter macht, es drei Abschwächungen bei dem Würfel gibt. Und danach kann die Karte aber abgelegt werden. Wir sind schon wieder am Rundenende. Jetzt kriegen alle Charaktere ihre Aktionssteine zurück. Und jetzt wird es wieder heiß, denn wir würfeln für die Infernos. Die hier hinten können sich gar nicht mehr ausbreiten. Hier gibt es keine benachbarten Räume. Dennoch werfen wir die Würfel. Vielleicht gehen ja die aus fangen wir oben links an und da oh, geht schon los geht einer aus und dann dieses das ist eine 2, dann haben wir diesen unten links der breitet sich wieder aus also kommt der wieder zurück und dann haben wir den hier der geht wieder aus und dann haben wir diesen und da haben wir eine 3, ja, breitet sich wieder aus. Lassen wir das in den Raum hineingehen und dann haben wir noch dieses Feuer und das bleibt so wie es ist und zerbrutzelt vorher noch in diesen Frog -Swarm. Und apropos Foxworms da haben wir nur noch einen ganz unten bei Hellboy und bei unseren Ape. Aber ein Foxworm macht gar nichts, müssen wir also unseren Doom-Tracker nicht voranbringen. Und Gegenstände haben wir auch nicht getauscht, müssen wir nichts bereit machen. Und damit endet schon wieder diese Runde. Doch ich denke mal, eine schaffen wir noch. Die Gegner fangen wieder an, wir haben nur einen Gegner und zwar dieses Venomous Frog Monster. Eigentlich möchte es gerne Fernkampfsachen durchführen, doch die Regeln sagen eindeutig, wenn ein Gegner auf einem Feld mit einem Agenten beginnt, dann wird er direkt einen Nahkampf durchführen, egal wie seine Verhaltensweise ist. Das heißt, er greift ihn direkt für 5 an. Das hier unten, diese paralysierende Zunge, die funktioniert aber weiterhin. Für die Verteidigung kann Hellboy drei orangefarbene Würfe benutzen. Ich möchte unseren Backup-Agent nicht mit unterstützen lassen. Ich brauche seinen Aktionsstein noch. Mal sehen. Fünf. Okay, wir haben... Ach, nur zwei. Das ist schlecht. Das heißt, drei Schaden gehen durch und jetzt muss ich entscheiden. Denn ich kann sie auch meinem Backup-Agent zuweisen, weil ich mich auf demselben Feld befinde wie Hellboy. Und das werde ich auch machen. Das heißt, er wird die drei Wunden schlucken. Obwohl ich muss nicht den kompletten Schaden mit meinem Backup Agent nehmen. Ich kann das auch aufsplitten, das werde ich auch machen. Ich denke mal, das ist effektiver. Ich werde nur zwei Schaden ihm zuweisen und unseren Hellboy noch eine Wunde geben. Das war's mit der Gegnerphase. Wir sind an der Reihe und ich werde direkt mit Hellboy starten. Mit einer Fight-Action gegen diesen Gegner. Und ich werde auch hier meinem Backup Agent mit seinem Aktionsstein zur Hilfe bitten. Heißt erstmal für den Nahkampf, den ich ja mit einem Stein machen muss, drei rote Würfel. Allerdings habe ich hier noch diese eingeschränkte Sicht und das ist jetzt mein erster Test, seit ich diese Karte habe. Und jetzt muss ich drei Abschwächungen durchführen und dann kann ich diese Karte ablegen und damit aus drei roten. Drei orangefarbene, aber wie erwähnt, ich habe ja meinen Backup Agent mit benutzt für einen Support und deswegen kann ich wieder eine Aufwertung durchführen. Und ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher und werde noch einen Aktionswürfel für noch eine Aufwertung nehmen. Ich denke mal, das sollte jetzt hoffentlich reichen. Ich brauche also 2 plus 3, eine 5, um diesen zu bezwingen. Übrigens, den Bad Temper kann ich nicht ablegen, auch wenn ich jetzt mit Hellboy eine Wunde bekommen hatte, als ich ja angegriffen worden bin. Denn ich kann diese Karte nur in der Zeitphase ablegen oder wenn ich eine direkte Verletzung bekomme. Und Verletzung ist immer dann, wenn wir so ein Wundtoken umdrehen müssen. Das ist ja zum Glück noch nicht passiert. Doch, schauen wir doch mal, ob ich jetzt noch Glück habe. Eine 5 brauche ich und wir haben einen Joker und wir haben jede Menge Punkte. Und das Ergebnis ist richtig, richtig cool, denn diese Punkte reichen aus, um den Gegner zu bezwingen. Und diesen Joker kann ich für was anderes anwenden. Und zwar wird sich unser Hellboy ein wenig schütteln, denn bei einer Fight-Action, was wir gerade durchgeführt haben, können wir so ein Joker-Symbol verwenden, um direkt zwei Schaden zu heilen. Und das ist sehr, sehr cool. Der ist weg, war ein wenig Overkill, hätte ich tatsächlich den anderen Aktionsstein nicht unbedingt gebraucht, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Einen Aktionsstein hat unser Hellboy noch, den werde ich auch verwenden. Ich möchte nämlich mit diesem Schrank interagieren, nehme hier einen Marker weg und darf dafür erneut zwei Wunden heilen. Die speziellen Möbelstücke, die sind hier direkt im Anleitungsbuch beschrieben, was sie für Effekte haben. Bevor ich gleich mit Abe zum nächsten Point of Interest gehe und wahrscheinlich wieder diesen Tempel in Gang setze und wer weiß, wo ich hier mit diesem Raum dann rauskomme, werde ich unsere List aktivieren für eine Bewegung. Erster Aktionsstein, 1, 2... Und den zweiten Aktionsstein, um hier diesen Schlüssel hinein zu platzieren. Und das Casefile sagte, dass ich dann einfach hier diesen Schlüssel hier hineinlegen soll. Mehr passiert hier aber an dieser Stelle nicht. Ich brauche wahrscheinlich tatsächlich äh, diese zweite Plakette und die liegt ja schon bereits vor uns. So hoffe ich jedenfalls. Unser Ape, erster Aktionsstein, Bewegung 1, 2 hier hinein. Zweiter Aktionsstein, ich möchte mit diesem Point of Interest interagieren. Und jetzt müssen wir wieder beim Case-File weiterlesen. Und dieses sagt, einmal sollen wir diese Karte jetzt ablegen, die im Spielbereich war, weil wir jetzt mit dem anderen Point of Interest interagiert haben. Und das gleiche sollen wir hier machen, beziehungsweise. Wir sollen in diese umdrehen, und ja, genau das, was ich vermutet habe, passiert jetzt. Der Tempel sieht nun so aus. Wieder alles durcheinander gewürfelt. Den Point of Interest, den kriegt Abe in sein Inventar hinein. Und auch er muss dann versuchen, jetzt in, in diese Starting-Zone zu kommen und diesen Schlüssel abzugeben. Zum Glück ist dieser Raum sehr, sehr nahe gekommen. Das heißt, ich schaffe es tatsächlich mit einer Bewegungsaktion dorthin zu kommen. Aber ich brauche noch eine Aktion, um den Schlüssel einzusetzen. Und deswegen werde ich es in dieser Runde nicht mehr schaffen. Die Karte, die wir gerade verwendet haben, soll jetzt in den Spielebereich und wird das dann abgelegt, wenn wir das zweite Token jetzt im versiegelten Raum haben. Und das sagt auch diese Karte. Wir sollen nämlich diese umdrehen, wenn dort zwei Token drin sind. Steckt mal da, ist es nicht mehr allzu weit. Doch wir sind ja noch nicht fertig. Wir sind immer noch in unserem Agentenzug und haben noch ein paar Aktionen. Eine Aktion habe ich noch mit Ape, Bewegung bis zu drei Felder, eins, zwei, drei, hier hinein. Ich kann leider jetzt keine weitere Aktion verwenden, um dieses Token hier hinein zu platzieren, denn ich habe keinen weiteren Aktionsstein. Ich kann dieses Token auch nicht mit Liz handeln, es gilt nämlich nicht als Start-Equipment oder als Requisite und nur diese beiden Typen an Gegenständen kann man miteinander handeln. Und deswegen ja, habe ich mit Liz auch nicht allzu viel zu tun jetzt. Und daher werde ich die Zeit und die letzte Aktion dafür benutzen, mal die panzerbrechende Munition einzusetzen. Wird an eine Waffe gepackt. Das heißt, ich brauche einen Gegenstand mit diesem Symbol. Habe ich. Wird umgedreht und jetzt hier dran gepackt. Und bedeutet nichts anderes, dass, wenn ich eine Schießaktion mache, ich zwei Verteidigungen ignorieren kann von den Gegnern und das kann auf alle Fälle mal sehr effektiv sein und das Ganze bleibt so lange aktiv, bis wenn diese Waffe keine Munition mehr hat, also quasi bis wenn ich einen Totenkopf gewürfelt habe. Damit endet der Agentenzug und wir kommen zur Ausrufphase und diesmal können wir diese Ausrufphase auch tatsächlich anwenden, denn wir haben keine Gegner mehr auf dem Spielfeld und dann starten wir einfach mal mit den Charakteren und gegebenenfalls den Gegenständen, die wir jetzt hier beim Zeitnehmen wieder auffrischen können. Bei unserem Hellboy könnten wir jetzt unseren Bud Waller wieder wegschicken und aus dem direkten Support wieder einen Remote Support machen. Allerdings nicht in dieser Zeitphase, wäre dann erst in der nächsten. Ich denke mal, das macht jetzt nicht mehr allzu viel Sinn. Ich werde ihn einfach so lassen, so wie es ist. Was ich aber machen kann, ist hier in diese Doom-Karte endlich ablegen. Bad Temper, denn die werde ich los, wenn wir uns Zeit nehmen. Liz kann nichts machen hinsichtlich ihrer Gegenstände, da ist alles bereit. Bei unserem Ape hingegen, er kann die Harpune wieder auffrischen, das heißt, er kann sie wieder als Fernkampfwaffe benutzen. Des Weiteren hat er hier dieses Rapid Healing, bedeutet, er kann bis zu zwei Wunden direkt heilen. Er hat nur eine drauf, war vielleicht doch nicht ganz so intelligent, das Ganze aufzusplitten. Ich hätte ihm ja die Wunden geben sollen, dann hätte ich jetzt gleich zwei heilen können, ja, aber so bleibt nur eine übrig. Nun hat jeder unserer Agenten eine Aktion in der Ausrufphase zur Verfügung. Doch ich werde mit allen drei Agenten das gleiche machen. Und zwar erkunden. Wir haben jede Menge Hinweise hier auf dem Feld und dürfen jetzt für die Aktion einen Hinweis einfach ablegen von einem erkundeten Raum. Das sind alles erkundete Räume hier unten. Und da haben wir für unsere Liz einen Hinweis, für unseren Ape einen Hinweis und für unseren Hellboy einen Hinweis der entfernt wird und für jeden Hinweis können wir unseren Informationstracker jetzt um zwei Schritte nach vorne schieben. Der Hinweis also für List 1, 2 nach vorne bekommt sie ein Inside Token, dann unser Ape 1, 2 nach vorne und unser Hellboy auch nochmal 1, 2 nach vorne und er bekommt ein weiteres Inside Token. Auch unser Backup Agent hat eine Aktion zur Verfügung. Allerdings kann er hier nichts wählen. Er kann sich nur heilen. Und zwar in Höhe eines roten Würfelwurfes. Und da bekommen wir nichts. Wie erbärmlich war das denn? Okay. Keine Heilung auf Buttballer. Damit enden unsere Ausruhaktion mit unserer Agentin und wir kommen zur Agentenvorbereitung. Wir können jetzt alle unsere Charaktere irgendwo hier in einen erkundeten Raum platzieren. Aber es muss einen Weg dorthin führen. Aber da will ich auch nicht allzu weit reisen. Dennoch, unser Ape hat den Schlüssel. Den lasse ich hier auf alle Fälle stehen und alle anderen Charaktere werde ich mal hier hinbringen. Dann ist dieses Feld nämlich voll aufgrund dieses Bücherschrankes. Und wer weiß, was passiert, wenn ich hier diese Tür öffne und den Schlüssel einsetze. Des Weiteren sehe ich gerade, es war nicht intelligent, die letzte Aktion mit unserem Ape für die Bewegungen hinzumachen, denn das hätte ich ja jetzt automatisch sowieso setzen können. Dann wäre es effektiver gewesen, hätte er diesen Frog Swarm weggemacht. Da ja, habe ich übersehen und hoffe, dass das jetzt nicht zum Nachteil reicht. Ergänzend wird der Prioritätstrack wieder zurückgesetzt und das wird in dieser Reihenfolge passieren. Unser Hellboy ist wieder Lead Agent, danach Liz und danach Ape. Des Weiteren kann ich noch Gegenstände frei tauschen. Und zwar, ja, ich werde dieses Hufeisen unserer List geben. Achtung, beim Tauschen wird es erschöpft. Wir können es nicht gleich anwenden. Aber am Ende der Runde wird dieser Gegenstand eh wieder bereit gemacht. Deswegen jetzt nur symbolischen Charakter. Aber ich denke mal, einmal Schaden zu ignorieren ist für sie auf alle Fälle besser, weil ihr Wundtrack ist auf alle Fälle kürzer als der von Hellboy. Und außerdem hat sie schon eine Wunde drauf. Der letzte Schritt in der Phase der Doom-Marker wird um eins nach vorne gesetzt. Das ist immer das Negative dabei. Nur noch drei Spots bis zur finalen Konfrontation, beziehungsweise bis, wenn wir diese Karte auslösen müssen, was gegebenenfalls die finale Konfrontation sein wird. Okay, dann kommen wir jetzt zur Doom-Phase. Auch die gibt es jetzt, nachdem die Ausrufphase beendet ist und wir haben. Okay, BDIs. Und diese Karte ist schlecht. Sie ist sehr schlecht, vor allen Dingen, weil ich nicht konzentriert gespielt habe. Als erstes geht der Doom-Tracker wieder um 1 vor. Und danach sollen wir den prioritäts benutzen. Also unser Hellboy ist jetzt das gewählte Ziel. Und in dessen Bereich kommt jetzt noch ein Frogswarm. Und das ist hier drin. Achtung, dieses zählt nicht als direkte Miniatur, kann also auch hier hinein, obwohl hier schon alle sechs Plätze besetzt sind. Das Schlechte ist, dass ich jetzt zwei Frog Swarms habe und wir sind gleich am Rundenende und dadurch wird der Doom Marker nochmal um einen Spot nach vorne geräumt. Umso schlimmer ist es, dass ich das mit Ape vergessen habe, diesen wegzumachen. Und dann führen wir das Rundenende direkt durch. Alle Aktionssteine kommen wieder zurück. Haben jede Menge Feuer zum Abhandeln. Fangen hier oben links an. Das bleibt dann oben rechts. Bleibt unten links. Geht aus. Und unten rechts bleibt. Dann haben wir noch ganz hier im Süden ein einzelnes Feuer. Denn der Raum hat sich ja bewegt. Und mal sehen, das wird sich ausbreiten. Lassen wir es hier hingehen. Und ganz unten rechts ist auch noch ein einzelnes Feuer und dieses geht sogar aus. Als nächstes die Frog Swarms. Wir haben zwei Stück. Das heißt, für je zwei wird der Doom Marker jetzt um eins nach vorne geschoben und die Frog Swarms wollen die Felder mit Agenten verlassen. Da haben wir diesen einen und dieser wird sich bewegen um ein Feld hier hin. Aber dann nervt er wenigstens nicht mehr. Aber ich sollte ihn gegebenenfalls auch noch wegmachen. Und noch der Doom-Tracker muss auch noch um eins vorgerückt werden. Okay, machen wir noch die Gegenstände bereit, denn diesmal haben wir einen, der getauscht worden ist. Dieses Hufeisen können wir jetzt für Liz bereit machen und sie kann es in der nächsten Runde benutzen. Und apropos nächste Runde. Sorry jetzt für diesen Cliffhanger. Dennoch können wir erst das nächste Mal weitermachen, weil ich denke, das war heute wieder eine sehr umfangreiche Ausgabe und das nächste Mal werden wir mit Ape diesen Schlüssel hier hinein platzieren. Wer weiß, was dann passiert. Doch wir haben sowieso nur noch einen Spot frei bis zur finalen Konfrontation. Das heißt, wir werden das nächste Mal den Endkampf haben. Wie gut wir darauf vorbereitet sind, ich habe keine Ahnung. Wir werden es dann herausfinden. Und daher hoffe ich, dass ihr genauso gespannt wie ich darauf seid, was dann passiert und hoffe, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Sollte euch das Video gefallen haben, so hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben, empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel bis zum nächsten Mal. Euer Genu.